Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Live aus Brandenburg. Hier ist Marcel Müller für RTL Bergfelde, denn RTL Brandenburg dürfen wir uns nicht mehr nennen. Heute beschäftigen wir uns mit Philosophie. Und ich möchte gleich mit Bille und Zille anfangen. Die große Philosophin Bille behauptete ja, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Das hat uns stutzig gemacht und wir in der Redaktion haben überlegt, ob wirklich was dran sein sollte an dieser hervorragenden Aussage. Wir haben uns deshalb in Brandenburg auf die Suche gemacht nach Kennern und Kennerinnen und haben Isabel getroffen. Isabel ist eine leidenschaftliche Reiterin und ich frage Sie auch in Ihrem Namen, im Namen der Zuschauer, Isabel, stimmt es, dass das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt? Ja, was sagst du dazu? Meiner Meinung nach natürlich schon, sonst würde ich ja bestimmt nicht reiten. Das ist mein Pferd Esprit. Hallo Esprit, guten mein Abend. Mein ganzes Glück. Und also auf dem Pferd, das ist unvergleichbar. Da fühlt man sich einfach nur frei, wenn man über die Felder galoppiert und da die ganze Kraft von dem Pferd spürt unter sich und die Muskeln und die geben einem auch so viel Liebe und ja, also ist eigentlich unbeschreiblich, aber dafür muss man echt schon eine Vorliebe haben, sonst kann das, glaube ich, keiner verstehen. Die Zuschauer interessiert ganz bestimmt, weil Esprit ist ja sehr verschmust, wie es aussieht. Ja. Was kannst du uns zu Esprit erzählen? Ist das ein sturer Kamerad oder ist das eine Stute? Nein, ist keine Stute. Nee, ist ein Wallach, also kein Hengst mehr, sondern kastriert. Okay. Mh. Und ist ein 5-jähriger Brandenburger, so wie es sich gehört, in Brandenburg, ne? ist vom Brandenburger Zuchthengst auch. Und ein sehr umgängliches Pferd, sehr kinderlieb, also er liebt Kinder und kleine Hunde, das findet er irgendwie alles ganz toll. Und er vertraut ziemlich schnell und wenn man sein Vertrauen hat, dann kann man mit dem eigentlich alles machen. Also das ist ein total umgängliches Pferd und wie man sieht, kann man mit dem eigentlich auch wirklich fast alles machen. Ja, es ist ein sehr schönes Pferd. Ja. Ich bin ja ein Laie, ich kenne mich ja mit Pferdereitsport überhaupt nicht aus, noch weniger mit der Trainingsmethode oder Trainingsdidaktik, das ist ja für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Dein Pferd, ich weiß nicht, ob die Zuschauer das genau erkennen, das ist ja weiß und schwarz. Ja, eher grau. Oder eher grau, das ist aber ist kein Zebra, oder? Ist kein Zebra-Pferd. Kein Zebra, das ist ein Schimmel, oder es ist so ein Schimmel. Wenn die geboren werden, haben die ungefähr die Farbe von den Beinen. Zumindest bei ihm so, dieses ganz dunkle Grau, fast schwarz. Und die werden dann im Laufe ihres Lebens, werden die halt immer heller. Und dann mit 9, 10 Jahren ungefähr wird er dann ganz weiß sein oder halt nur noch ein paar graue Nuancen drin haben, aber er wird dann schon komplett weiß sein. Ja, und mit dieser tollen Nachricht und diesen tollen Informationen verabschiede ich mich mit dem heutigen Beitrag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Isabel und ich bedanke mich ganz herzlich bei Esprit. Und ich wünsche den Zuschauern noch spannende Unterhaltung mit dem anschließenden Fernsehfilm der Verfilmung Der Schimmelreiter von Theodor Storm. In diesem Sinne, Marcel Müller für RTL Bergfelde, denn Brandenburg dürfen wir uns nicht mehr nennen. Dankeschön.